Hier ist die Tagessau. Nachrichten, die durchs Dorf getrieben werden müssen. Heute ist der 20. Juni 2021. Und ich möchte alle aufrufen, am 1. August irgendwie nach Berlin zu fahren. Denn die Corona-Maßnahmen, da gibt es viel zu sagen. Ich habe im Herbst 2020 auf der Demo in Bonn, das war glaube ich im Oktober, ein Lied gehört, das habe ich abgeschrieben. Und ich glaube, das gibt ziemlich gut wieder, warum wir demonstrieren, wofür wir demonstrieren. Es ist ein bisschen humorvoll. Und alles kann man ja heutzutage auch nicht mehr sagen, denn es gibt ja keine freie Debatte. Es wird weggeschnitten. Es gibt gewisse Aussagen, die darf man nicht in Frage stellen. Und da sind die Gruppen, die das so verordnen, weniger diskussionsfreudig, als man es der Kirche im Mittelalter vorwirft. Aber Lockdown Hotspot heißt dieses Lied. Hurra, wir haben hier einen neuen Hotspot. Hip, hip, hurra, hip, hip, hurra. Hurra, wir haben hier einen neuen Hotspot. Hip, hip, hurra, hip, hip, hurra. Wir testen hier, wir testen da und siehe da, was haben wir da? Ja, das ist ein Hotspot, jetzt Lockdown, hip, hip, hurra. Hotspot, Hotspot, ohne den geht's nicht. Hotspot, Hotspot, Pandemie in Sicht. Wir testen hier, wir testen da und siehe da, was haben wir da? Ja, das ist ein Hotspot, jetzt Lockdown, hip, hip, hurra. Hurra, die ganze Menschheit ist in Panik. So ist es gut, so soll es sein. Hurra, die ganze Menschheit ist in Panik. So ist es gut, so soll es sein. Heute testen wir beim Tönnies, ob Mensch, ob Tier, ob Schwein. Und morgen noch den ganzen Rest Quarantäne muss sein. Hotspot, Hotspot, ja, den brauchen wir. Hotspot, Hotspot, wir testen Mensch und Tier. Dein Hamster hat Corona, das wissen wir genau. Und morgen testen wir auch noch den Hamster seine Frau. Hurra! Die Bundeswehr hilft testen. Wie geil ist das, wie geil ist das? Ja, endlich, da können sie auch mal im Innern. Ja, das macht Spaß, ja, das macht Spaß. Sie testen hier, sie testen dort, sie testen kreuz, sie testen quer. Wir werden schon was finden und dann muss ein Lockdown her. Testen, testen, Erfolg ist garantiert. Testen, testen, hast es nicht kapiert? Die Panik wird unendlich, der Lockdown bleibt bestehen. Du bist sicher, du halt mit Abstand Homeoffice. Ist schön. Testen, testen, Erfolg ist garantiert. Testen, testen, hast es nicht kapiert. Die Panik ist unendlich, der Lockdown bleibt bestehen. Du verwechselst mit deiner Maske und das ist doch wunderschön. Panik, Panik, Angstzustände, das brauchen wir bei Mensch und Tier. Panik, Panik, Angstzustände, das brauchen wir bei Mensch und Tier. Im Jetzt und Tier, bei Mensch und Tier. Das brauchen wir. Hotspot, Hotspot, Impfen wird zur Pflicht. Hotspot, Hotspot, mit uns läuft sowas nicht. Wir wollen unsere Freiheit und auch Demokratie. Freiheit, Gleichheit, Einigkeit, das gab's bei uns noch nie. Hotspot, Hotspot, Impfen wird zur Pflicht. Hotspot, Hotspot, mit uns läuft sowas nicht. Wir wollen unsere Freiheit und auch Demokratie. Und nicht euer System, denn wir... Und nicht euer System und auch nicht so, wie es vorher war. Wir werden weitergehen. So, ein paar kleine Pannen im Lied, aber das ist Aufspielung. Trotzdem hoffe ich, egal wie mein Gesang war, der Inhalt kommt rüber. Denn Panikmache ist Kerngeschäft. Man denke nur an die Zahlen der Intensivstationen. Ja, die dürfen nicht so voll werden. Aber man erlässt ein Gesetz, dass ab einer hohen Auslastung Intensivstationen plötzlich mehr Geld kriegen. Also nicht mehr pro Fall, sondern wenn man die Auslastung hoch genug hat, gibt es eben einen Zuschlag. Was machen Krankenhäuser? Mal gucken, wen wir noch auf die Intensivstation stecken können. Da gibt es ja mehr Geld plötzlich, einen ganzen Stapel mehr. Ist die eine Variante. Die andere, wir brauchen ja vielleicht gar nicht alle Betten. Melden wir doch mal 10 bis 20% unserer Betten ab. Dann haben wir die hohe Auslastung und dann kriegen wir entsprechend den erhöhten Geldbetrag. Und dann meldet man, die Intensivstationen sind hoch ausgelastet wegen der Corona-Welle und wir müssen alle in Panik versinken. Und so ähnlich ist es die ganze Corona-Welle gelaufen.
mit Zahlen aus dem Zusammenhang gerissen. Zahlen ohne Zusammenhang, Zahlen ohne Vergleich. Es wird gesagt, nur eine gewisse Injektion ist die Lösung. Die Betonung liegt auf nur. Und sie wird in Windeseile hergestellt, mit einem ganz neuen Verfahren. Man weiß gar nicht, welche Langzeiteffekte auftreten. Und es ist fraglich, wie gut auch die Nebenwirkungsrate erfasst wird. Und bei vielen Menschen ist es ja gar nicht möglich, eine korrekte Todesursache zu ermitteln, wenn man nach einer Impfung auch stirbt. Genauso wie es die Frage ist, wer ist an Corona gestorben? Irgendwann wurde man positiv getestet und dann hat man gesagt, ja, das ist ein Corona-Fall, egal ob der vielleicht ins Krankenhaus kam wegen Herzrasen, wegen Magenschmerzen, wegen irgendeinem Krebs, wegen einer Knieoperation, dann kriegt er einen Corona-Test und wenn der Befund positiv ist, zack, Corona-Fall. Und wenn er dann stirbt, Corona-Toter. Eine echte Diagnose, die mal schaut, ist Corona wirklich stark schädigend? Sind vielleicht noch andere Keime da, die zusammenwirken? Sind es vielleicht andere Keime und wir ziehen es nur Corona zu? Wissen wir alles nicht. Letztlich haben wir jeden Winter solche Wellen, mal mehr, mal weniger heftig. Wir hatten dieses Jahr durchaus eine stärkere Welle, aber nicht so stark, dass sie unser Land wegspült. Nie so stark, dass irgendeine Supergefahr bestand. Und was machen unsere Medien? Wie berichten sie? Ich kann nur ein paar Beispiele nennen. Aber wenn diese Beispiele schon zutreffen, wie mag dann der Rest aussehen, was unter der Decke weiter nicht aufgedeckt bleibt? Bergamo. Dort stapeln sich die Särge, weil die Leute sterben wie wild. Nein, da haben sich Särge ein bisschen gestapelt, weil man für Corona-Fälle die Verbrennung vorgeschrieben hat. Und dafür gab es keine Kapazität. Und da konnte das Krematorium die Leute nicht schaffen. Es haben sie einige Särge gestapelt, aber auch nicht bis zum Unendlichen. Und die wurden mit einem LKW-Transport weggefahren. Diese Bilder werden heute noch immer aufgetischt, ohne den Zusammenhang zu erklären und zu zeigen, wenn wir jetzt nicht das und das machen, kommen wir wieder dahin. Das ist keine Aufklärung. Das ist Panikmache. Falschberichterstattung auch zu Demonstrationen. Es hätte einen Sturm auf den Reichstag gegeben, höre ich auch immer wieder mal in den Medien jetzt zurück. Man kann mal im Eifer der Berichterstattung am Tag des Geschehens falsch berichten. Passiert jedem. Aber irgendwann sollte man es kapiert haben. Da standen noch 3 Polizisten vor dem Reichstag. Davor eine Demo mit durchaus kritischem Publikum. Es waren nicht die Querdenker und die Corona-Kritiker, die Großen, die ganz woanders waren in Berlin. Es war eine kleine Nebendemo, ganz eigenständig, die nur den gleichen Tag hatte und die in der Bannmeile erlaubt war. Mit Leuten, die durchaus ein hohes Potenzial der sogenannten Reichsbürgergesinnung hatten. Da müssten für jeden Sicherheitsmann eigentlich Alarmglocken läuten. Selbst wenn die Leute nicht so gefährlich wären, sie haben einen schlechten Neumond und deswegen müsste man sagen, wir müssen jetzt den Reichstag schützen. Da stehen nur 3 Polizisten vor dem Reichstag. Und die halten 100 Leute auf, die mit Karacho auf das Gebäude zurasen. Der beste Kampfsportler ist machtlos, wenn ihn 5 Leute am Arm hängen. Habe ich selber erlebt. Ich bin mal bei einer Demo für einen Gegendemonstranten gehalten worden, der eine andere Demo stören wollte durch eine Verwechslung. Ich hatte zack 5, 6 Polizisten am Arm. Da bewegt man sich kein Stück mehr. Mit so vielen Polizisten am Arm kommt man nicht vom Fleck. Die haben da schnell kapiert, wo ich hingehört, da haben mich wieder losgelassen. Es ist nichts weiter passiert. Aber es war eine Erfahrung in meinem Leben, mal mit so vielen Polizisten Arm in Arm in Kontakt zu sein, noch vor Corona. Und deswegen, diese 3 Leute konnten diesen Sturm niemals aufhalten, wenn es ein Sturm gewesen wäre. Es war ein ziviler Ungehorsam. Seht, wir überschreiten die Barrikade. Seht, wir laufen vor den Reichstag oben rauf und wir machen da ein schönes Selfie. Und die wurden dann mit ziemlicher Härte von der Polizei wieder runtergetrieben, die dann in Windeseile aufgefahren kam. Und mir sieht das Ganze aus wie eine gezielte Aktion, um etwas für Berichterstattung zu haben, dass abends zur Tagesschau entsprechende Bilder da sind. Und das ist für mich kein Stil einer seriösen Berichterstattung. Das geht unter das Niveau der aktuellen Kamera der DDR zurück. Nein, was hier in den Medien geboten wird, geht nicht mehr. Und deswegen, glauben Sie nicht alles, was gesagt wird. Glauben Sie nicht, wie schlimm die Querdenker sind. Ich glaube, Polizisten, die Demo-Erfahrung haben, freuen sich immer, wenn sie schon zu Demos müssen, dass es eine Querdenker-Demo ist. Denn dort sind die wenigsten Krawallmacher.
kann nicht für alle die Hand ins Feuer legen. Es gibt immer durchgeknallte Persönlichkeiten. Vielleicht gibt es auch Agents Provocateurs, die von der Gegenseite eingeschleust sind. Vielleicht gibt es krute Antifanten, die meinen, sie können die Querdenker schlecht machen, wenn sie da Gewalt vortäuschen von der Querdenkerseite. Und es gibt auch vielleicht einen Hirnverbrannten, der eben durchdreht. Aber da, wo es einer tat, habe ich immer die große Mehrheit erlebt, die versuchte, deeskalierend zu wirken, den zurückzuhalten. Es hat auf diesen Demos keinen Krawall, keine brennenden Autos gegeben. Die Polizeiautos standen ganz ungeschützt an der Seite. Keiner hat diesen Autos was getan, keiner hat die Scheiben zerkratzt, irgendwas dagegen geworfen, vielleicht mal mit dem Lippenstift ein Herzchen auf die Scheibe gemalt. Das war das Äußerste, was ich erlebt habe bei den Polizeiautos. Die Polizisten freundlich gegrüßt. Ja, und das ist, glaube ich, wenn man Polizist ist, ein Traum, eine solche Demo zu begleiten. Wenn ich dagegen an die Ausschreitungen von Hamburg denke, wenn ich dagegen denke, wie manche autonomen Demos ablaufen, wenn ich dagegen denke, wenn ich zum Beispiel beim Gebet für ungeborene Kinder mitgehe, wie man dann geschützt werden muss vor Gegendemonstranten, rechts und links eine geschlossene Polizeikette, weil die Beter sonst attackiert würden. Sie werden mit Flaschen beworfen, sie werden mit Farbbeuteln beworfen, ihnen würden die Fahnen aus der Hand gerissen, die Gebetszettel und so weiter, alles schon erlebt. Und deswegen braucht man totalen Polizeischutz, geschlossene Polizeikette rechts und links, weil Gegendemonstranten so aggressiv sind. Ich habe ein solches Verhalten bei den Querdenkern in der Regel nicht erlebt. Einmal im Video eine Ausnahme, da ist ein Polizist zu Boden geschmissen worden. Ob das noch Notwehr war, um jemand zu helfen, kann ich jetzt nicht sagen. Aber der nächste Passant, der vorbeikam, trat nach dem am Boden liegenden Polizisten. Und das ist Sauerei, die geht auf keine Kuhhaut. Wer am Boden liegt, dem hilft man auf, egal von welcher Seite der ist. Man tritt nicht auf jemand am Boden. Ja, aber es war eine Ausnahme. Und das ist eben, lassen Sie sich von den Medien nicht verarschen. Fahren Sie nach Berlin. Machen Sie sich selbst Ihr Bild. Nehmen Sie sich am besten noch einen Tag nachher frei. Ich fahre über die Nacht hin, weil sonntags früh fahren Sie Busse nicht so gut. Sparpreise der Bahn sind jetzt noch günstig und ich fahre die Nacht zurück nach Montag und werde den ganzen Sonntag, den 1. August in Berlin sein. Und der letzte Sonntag im August ist noch eine Demo geplant, die können Sie sich auch schon vormerken. Wofür kann man noch demonstrieren? Es geht natürlich um die Grundrechte, die jetzt durch diese Panik für Corona alle aufgehoben wurden. Aber im Grunde werden Grundrechte wie das Recht auf Gesundheit und körperliche Unversehrtheit schon lange vor Corona verletzt. Weil unsere Medizin, unser Gesundheitssystem ist pharmahörig. Die machen nicht das, was den Menschen dient im Vordergrund, sondern was gewinnmaximierend ist für die Konzerne. Die Konzerne sitzen in den Unis, bestimmen dort, was geforscht wird. Und wenn die Unis die Gelder weiterhaben wollen, müssen sie auch entsprechend so forschen, wie es die Konzerne wollen, auch in anderen Bereichen. Die Konzerne schicken Leute in Ministerien, die als Ghostwriter für die Minister die Gesetzentwürfe schreiben. Die Konzerne gehen zu den Ärzten mit großen Aktionen und beglücken die mit irgendwelchen Sachen. Da ist überall Einflussnahme. Und wir müssen die Politik von Big Pharma befreien und müssen dafür sorgen, dass von den Universitäten neutrale Forschung passiert. Die Konzerne können gerne auf eigenes Geld für sich forschen, das ist ihr Risiko und dann dürfen sie Patente drauf haben. Gesundheit sollte aber staatlich erforscht werden an Universitäten und da wären Regelungen zu finden, vielleicht eine Forschungsabgabe auf alle Medikamente, damit bessere Medizinforschung betrieben werden kann und das einer noch besseren Gesundheit dient. Und da gibt es den Ansatz der orthomolekularen Medizin, so wie Orthographie, das richtige Schreiben. Orthomolekular, die richtigen Moleküle. Diese Richtung schaut nach, was sind in unserem Körper für Substanzen am Wirken. Wie Vitamine, Mineralstoffe, Spurenelemente, verschiedene andere Stoffe in den Muskeln. Und dann schaut es nach, sind diese Stoffe da, sind die Substanzen da, woraus der Körper die Stoffe bildet. Gibt es im Körper etwas, was die Aufnahme verhindert? Ist da fehlt da was in der Verdauung? Liegt es an der Ernährung oder liegt es an der Fehlfunktion des Körpers, dass die Stoffe nicht im Körper sind? Das untersuchen die alles. Und dann versuchen sie eben, diese Defizite zu beheben oder auch Überschüsse, die es auch geben kann bei Stoffwechselstörungen, auch zu beseitigen. Und damit werden dann viele Krankheiten präventiv vermieden. Die Leute leben gesünder, leistungsfähiger. Man müsste dafür halt regelmäßig ein großes Blutbild erstellen, was den Status all dieser Stoffe im Blut feststellt. Und dann würde man eben zahlen für die Gesunderhaltung und nicht mehr für eine Pharmaindustrie.
Ja, das ist durchaus arbeitsplatzschaffend, weil diese Blutabnahme muss gemacht werden, die Labore müssen arbeiten. Dann wird ermittelt, was kann man durch Lebensführung ändern und was muss supplementiert werden. Und das könnte dann wieder individuell von der handwerklichen Apotheke zusammengestellt werden. Da wird also viel mittelständische Fachkompetenz verlangt, viel Bildung der Leute vor Ort. Aber da machen die wieder echte handwerkliche Medizin und sind dann nicht als Vertreter von Big Pharma und verschreiben nur ein Mittel und schicken die Leute wieder weg. Und dafür müssen wir auch demonstrieren. Und das gilt für viele andere Bereiche auch. Wir müssen Politik und Wirtschaft trennen. In der Form, dass die Wirtschaft die Politik nicht mehr finanziell beeinflussen darf. Ja, wir brauchen eine gute Wirtschaft, eine starke Wirtschaft. Denn ohne Wirtschaft haben wir all die Produkte nicht für unser Leben und haben wir keine Arbeitsplätze. Aber es darf keine sinnlose Wirtschaft sein. Es darf keine Wirtschaft auf Kosten anderer sein. Und das geht eben nicht, wenn Partikularinteressen großen Einfluss haben. Dafür brauchen wir einen neutralen Schiedsrichter in der Politik. Und Grundrechte heißt auch, Artikel 20 des Grundgesetzes ernst zu nehmen. Alle Staatsgewalt geht vom Volke aus. Sie wird in Wahlen und Abstimmungen ausgeübt. So heißt das da, vielleicht nicht 100%, aber ich lese mal auf den Kopf vor. Und alle Staatsgewalt in Wahlen und Abstimmungen. Wo haben wir außer Wahlen die Möglichkeit, Abstimmungen einzuleiten? Das Grundgesetz sagt es, dass alle Staatsgewalt auch in Abstimmungen ausgeht. Auf Grundlage dieses Artikels kann der Bundestag jederzeit mit einfacher Mehrheit ein Durchführungsgesetz für Volksentscheide entschließen. Mit der Aussage, wir müssen dafür das Grundgesetz ändern, reden sich Politiker nur heraus, die nach außen gerne so tun, als wollten sie den Volksentscheid, nach innen aber sagen, bloß nicht, wenn die die Chance haben, dann nehmen die uns nachher Gesetze weg, die wir unseren Lobbyisten bereitet haben. Es klappt nicht immer, auch in der Schweiz, per Volksentscheid gute Gesetze durchzubringen. Nicht jede Volksabstimmung läuft so ab, wie ich es mir wünschte. Aber vieles in der Schweiz ist besser als bei uns durch direkte Demokratie. Die haben kein Stuttgart 21 wie hinter mir. Die haben Bahn 2000, den integralen Taktfahrplan, wo die Strecken optimiert worden sind, dass sich die Züge gleichzeitig an den Knoten treffen, dass man mit wenigen Minuten umsteigt, dann fahren die Züge wieder ab und stündlich bis halbstündlich pulsiert das Leben an den Knoten und die Züge fahren ab, kommen, umsteigen, fahren wieder. Ganz tolle Sache. Das hat die direkte Demokratie ermöglicht. In Deutschland die Chaosbahn. Das hat unsere sogenannte repräsentative Demokratie ermöglicht. Aber wie repräsentativ ist diese Demokratie? Die Gesellschaft besteht ja nicht nur aus Akademikern, aus Leuten, die Studien abgebrochen haben und nie gearbeitet haben und dann einen Sitz im Bundestag kriegen, oder aus Leuten, die irgendwelche Manager waren. Da sind auch Bäcker, Kassiererinnen, da sind Handwerker und sonst was alles. Und wo sind die im Bundestag? Der Bundestag repräsentiert nicht unsere Gesellschaft. Vielleicht liegt es ja auch am Engagement der Leute, vielleicht ist es unmöglich, dass in einem Parlament alle entsprechend repräsentiert sind. Aber gerade deswegen brauchen wir auch die Chance, mal direkt demokratisch vom ganzen Volk zu entscheiden und wirklich das gesamte Volk in der Meinung abzufragen, damit es wirklich echt repräsentativ ist. Weil die repräsentative Demokratie ist eine Scheinrepräsentation. Sie ist vielleicht notwendig, weil man manches auch so regeln muss. Und wenn Sie es unter dem Druck der möglichen direkten Demokratie dann besser machen, dann ist das ja auch ein Erfolg. Aber wir brauchen direkte Demokratie als Möglichkeit, korrigierend einzugreifen, als Möglichkeit, neue Ideen einzubringen, wenn das Volk weiter ist wie die Hohen Herren im Bundestag. Und dafür, für echte Demokratie, für Grundrechte, für eine wirklich menschliche Medizin, für Politik, die den Menschen dient, dafür gehe ich am 1.8. in Berlin auf die Straße. Ich würde mich freuen, wenn auch Sie da sind. Ich fahre also morgens, ganz früh morgens hier los, mit dem letzten Bus von Rade vom Wald nach Lennep, mit dem Zug nach Düsseldorf und dort um 2 Uhr noch was, mit dem Intercity nach Hamburg und von dort den ICE nach Berlin. Zurück fahre ich nach Mitternacht mit dem ICE nach Wuppertal, um dann wieder mit dem Bus nach Rade vom Wald zu fahren. Also vielleicht, wenn Sie die gleiche Route haben, können wir uns ja auch im Zug treffen. Da die Sparpreise noch günstig sind, fahre ich auch in der ersten Klasse. Wenn man sich schon mit einer Nachtfahrt so anstrengt, ist einem das dieser Komfort schon wert. Bei Sparpreisen ist die erste Klasse gar nicht so viel teurer wie die zweite. Und wer es sich leisten kann, sollte erster Klasse fahren, damit die zweite Klasse Sparpreise denen überbleiben, die jeden Cent 5-mal umdrehen müssen, bevor sie ausgeben. Ja, ich danke für die Aufmerksamkeit und kommen Sie bitte nach Berlin. Und ich will jetzt noch versuchen, ein Corona-Lied vorzusingen, damit Sie mal wissen,
wie gefährlich sind Corona-Demonstranten? Ob ich mich mal verhasple, keine Ahnung. Als Bundeskanzlerinnenkandidat darf man sie auch ständig verhaspeln und da sage ich immer, gleiches Recht für alle. Und das Lied hat auch den Titel Wir werden demonstrieren von Perin Dinekli. Ein sehr deutscher Name, wie Sie alle hören, deswegen man wirft den Querdenkern immer Rechtsextremismus vor. Perin Dinekli, ja, ein sehr deutscher Name. Ich glaube, Türken werden den Namen gut verstehen. Sie ist, wenn ich es richtig im Kopf habe, Heilpraktikerin und arbeitet hier in Deutschland, lebt in Deutschland, ist wahrscheinlich auch deutsche Staatsbürgerin, das weiß ich jetzt nicht, spielt aber auch keine Rolle. Sie geht auf jeden Fall auf die Demos, sie macht gute Musik und sie hat einen der Corona-Hits geschrieben. Und den will ich jetzt mal gucken, wie ich ihn hier vorgetragen kriege. Du lass dich nicht verdummen durch Trug und Heuchelei. Sie wollen, dass wir verstummen ins Körbchen 1, 2, 3. Sie wollen, dass wir parieren, das sei doch unsere Pflicht. Dass wir im Takt marschieren, jedoch das wollen wir nicht. Und wenn sie dich verleumden, dann antworte sogleich. Ich lass mich nicht beschimpfen, ich spiel euch einen Streich. Ihr wollt uns kontrollieren, damit macht ihr viel Geld. Wir werden das verhindern, weil Freiheit so viel zählt. Am 1.8. in Berlin, bitte. Wir werden demonstrieren, solange es uns gefällt. Wir glauben an die Freiheit und eine bessere Welt. Wir fordern unsere Freiheit und eine bessere Welt. Corona bringt zusammen, trotz Abstand halten uns. Wir werden friedlich immer mehr und halten nicht den Mund. Und halten nicht den Mund. Du lass dich nicht verführen, aus Angst um Sicherheit, andere zu denunzieren, was unser Staat erfreut. Was soll die Maskerade? Das hilft doch keinem Schwein. Das ist so eine Art Maulkorb, hält uns alle klein. Wir lassen uns nicht lenken in dieser Krisenzeit. Hör bloß nicht auf zu denken, der Käfig steht bereit. Sie wollen die Macht alleine und warten nur darauf, dass ihr die Freiheit aufgebt. Ihr Bürger, passt gut auf. Zur Bundestagswahl auf keinen Fall etablierte Parteien oder AfD wählen. Es gibt genug gute Sonstige. Wir werden demonstrieren, solange es uns gefällt. Wir glauben an die Freiheit und eine bessere Welt. Wir fordern unsere Freiheit und eine bessere Welt. Corona bringt zusammen, trotz Abstand halten uns. Wir werden friedlich immer mehr und halten nicht den Mund. Und halten nicht den Mund. Sie wollen uns doch nur spalten, drum leistet Widerstand und lasst euch nicht verwalten in diesem Unrechtsland. Lasst euch doch nicht entrechten, das wäre der Untergang. Dann werden sie uns knechten, das tun sie ja schon lang. Sie nehmen unsere Steuern und prüfen sie sehr hart. Die großen Unternehmen behandeln sie ganz smart. Obwohl sie uns vergiften, da spielen sie doch mit. Das Wichtigste ist immer zunehmender Profit. Wir werden demonstrieren, solange es uns gefällt. Wir hoffen auf die Freiheit und eine bessere Welt. Wir kämpfen für die Freiheit und eine bessere Welt. Corona bringt zusammen, trotz Abstand halten uns. Wir werden friedlich immer mehr und halten nicht den Mund. Und halten nicht den Mund. Du darfst es nicht erlauben, dass sie dich ruinieren, dir Geld und Rechte rauben und alles einkassieren. Du musst nicht alles glauben, vertrau auf deinen Mut. Du bist auch nicht alleine und das ist richtig gut. Sie wollen uns überwachen und wachsam und bereit. Lasst das nicht mit euch machen, sonst tut es euch noch leid. Denkt auch an eure Kinder, die haben keine Macht, wenn diese Menschen Schinder sie impfen über Nacht. Wir werden demonstrieren, solange es uns gefällt. Wir glauben an die Freiheit und eine bessere Welt. Wir hoffen auf die Freiheit und eine bessere Welt. Corona bringt zusammen, trotz Abstand halten uns. Wir werden friedlich immer mehr und halten nicht den Mund. Und halten nicht den Mund. Es reicht jetzt mit dem Mythos, dass Impfen heilig ist. Ihr denkt wohl, ihr seid blöde und glauben eurer List. Erzählt das jemand anders, dann ihr an uns nur denkt. Ihr wollt doch nur verdienen und Macht ist, die euch lenkt. Ihr Mächtigen und Reichen, das interessiert euch nicht. 300.000 Leichen durch falsche Therapie und 6 Millionen Kinder, die jedes Jahr krepieren und wegen eurer Kälte verhungern und erfrieren.
Wir werden demonstrieren, solange es uns gefällt. Wir glauben an die Freiheit und eine bessere Welt. Wir fordern unsere Freiheit und eine bessere Welt. Corona bringt zusammen, trotz Abstand halten uns. Wir werden friedlich immer mehr und halten nicht den Mund. Und halten nicht den Mund. Ihr sollt euch noch was schämen, dass ihr so tut, als ob die Alten euch was grämen. Geht weg mit eurem Lob für müde Pflegekräfte, die ihr doch schikaniert und ausbeutet seit Jahren und auf einmal hofiert. Was seid ihr bloß für Menschen, welch schamloser Verrat? Was ist denn mit VW und auch mit Glyphosat? Das geht euch doch am Arsch vorbei, wenn jemand daran stirbt. Solange nur die Industrie genügend um euch wirbt. Deswegen keine Bundestagspartei wählen, die Konzernspenden nimmt, die Basis wählen. Wir 2020 wählen, vielleicht noch in Mitte, wenn sie antritt, ÖDP, aber keine Partei im Bundestag, das ist eine verlorene Stimme. Wir werden demonstrieren, solange es uns gefällt. Wir glauben an die Freiheit und eine bessere Welt. Wir fordern unsere Freiheit und eine bessere Welt. Corona bringt zusammen, trotz Abstand halten uns. Wir werden friedlich immer mehr und halten nicht den Mund. Und halten nicht den Mund. Du lass dich nicht belügen, durchschaue ihren Trick. Sie wollen uns nur betrügen um unser Hab und Glück. Wir werden friedlich siegen, das werden sie schon sehen. Sie können uns nicht kriegen, wenn wir uns gut verstehen. Wir lassen uns nicht shippen durch eure Tracking-App. Die könnt ihr Ort behalten, die will nicht mal ein Depp. Ihr sollt, seid doch nicht mal glaubhaft und überholt dazu. Ihr könnt euch noch warm anziehen mit der gesamten Crew. Wir werden demonstrieren, solange es uns gefällt. Wir glauben an die Freiheit und eine bessere Welt. Wir fordern unsere Freiheit und eine bessere Welt. Corona bringt zusammen, trotz Abstand halten uns. Wir werden friedlich immer mehr und halten nicht den Mund. Und halten nicht den Mund. Und eins, das lasst euch sagen, ihr seid zwar gut betucht, doch wir wollen einen Ausschuss, der alles untersucht. Glaubt nur nicht, dass ihr dabei ganz ungeschoren bleibt. Das könnte euch so passen, dass ihr das Drehbuch schreibt. Wir lassen euch nicht weiter die Ängste in uns schüren. Wir wollen am Ende lachen und nicht den Mut verlieren. Du lass dich nicht bezwingen, dein Körper gehört dir. Ich werde weiter singen und ich vertraue mir. Wir werden demonstrieren, solange es uns gefällt. Wir hoffen auf die Freiheit und eine bessere Welt. Wir fordern unsere Freiheit und eine bessere Welt. Corona bringt zusammen, trotz Abstand halten uns. Wir werden friedlich immer mehr und halten nicht den Mund. Und halten nicht den Mund. Den Corona-Ausschuss, da arbeiten schon welche in Deutschland und Österreich. Suchen Sie im Netz danach. Im Video, bei YouTube kann man was finden. Wenn es schon gelöscht ist, gucken Sie bei BitChute nach, ein alternativer Kanal. Da finden Sie mich auch. Und kommen Sie zur Demo, machen Sie mit, gehen Sie, wenn Sie nicht dorthin können, schauen Sie nach, wo es lokale Demos gibt. Über Querdenken, in Stuttgart können Sie welche finden, über den Schweigemarsch, eigene Sache, können Sie Demos finden. Gehen Sie auf die Straße, denn wenn die Lockdowner zur Bundestagswahl wiedergewählt werden, gehen wir schweren Zeiten entgegen. Wie sagte Jens Spahn noch im März 2020 sinngemäß, niemand hat die Absicht, einen Lockdown zu erlassen. Glauben Sie bloß nicht solchen Fake News. Und das hat sich so durchgezogen, immer solche Aussagen und dann kam es. Und jetzt heißt es, bis zur Bundestagswahl Friede, Freude, Eierkuchen, man will keine Proteststimmung. Lassen Sie sich davon bitte nicht betrügen. Wir müssen jetzt protestieren, wir müssen auf die Straße gehen und wir müssen anders wählen. Und wir müssen, alle die das hören, wir müssen möglichst viele Leute ansprechen, erreichen, Videos machen, Mails schreiben, Posts schreiben, Infostände schreiben, dass die Bundestagswahl eine ganz andere Wahl wird. Ich gebe zu, meine Hoffnung ist begrenzt, ich bin Realist. Aber das ist es, was es geben müsste, um das Unheil abzuwehren, um nicht wieder in eine Art 1000 neue dunkle Jahre reinzukommen. Ein neuer Faschismus, anders als der alte, aber lässt sich mit Druck, mit Lügen, mit Zwangsmaßnahmen, nicht die Welt, die ich mir vorstelle, ohne Grundrechte. Und bitte kommen Sie zu den Demos. 1. August, 29. August Berlin. Schauen Sie, wo regionale Demos sind, wenn Ihnen Berlin zu weit ist.
Wenn keine Demos schaffen, jeder kann in seinen digitalen Netzwerken was teilen, jeder kann E-Mails schreiben, kann eine Signatur unter die Mail machen mit einer ständigen Botschaft. Machen Sie irgendwas, wir müssen jetzt missionarisch wirken, sonst haben wir verloren. Ich danke.